In Berlin bekommen die Zivilfahnder der Bundespolizei Alex und Vivi ihren nächsten Einsatz. Ein Zeuge hat beobachtet, wie zwei Männer in einen Recyclinghof eingebrochen sind. Die Täter sind noch im Gebäude. Ja, erst haben sie den Bereich der Behmstraße gecheckt. Dann ist der mit dem Rucksack an der Ecke hochgestiegen aufs BSR-Gelände. Der andere hat parallel die Straße sondiert. Und nach einigen Minuten ist dann auch der in derselben Ecke rübergeklettert. Beschreibung: dunkel gekleidet, schwarze Haare und ein bisschen osteuropäischer Typ, würde ich sagen. Immer wieder brechen Diebe auf den Recyclinghöfen ein. Oft wird Buntmetall im großen Stil gestohlen. Die Zivilfahnder bereiten gerade den Zugriff vor. Da bemerken sie, dass unter der Brücke, auf der sie stehen, drei vermummte Männer eine Hauswand besprühen. Wir haben gerade gegenwärtig Besprühung an der Norweger Wand. Ein zweiter Einsatz. Was nun? Isländische Straße. Das ist genau unter ihr. Kollegen übernehmen die Sprühe unter der Brücke. Vivi und Alex bleiben an den Einbrechern dran. Die verlassen das Recyclinghofgelände und laufen genau auf Vivis Position zu. Ja, mit. Ich in Richtung. Kommt ihr? Die Zivilfahnderin geht den Einbrechern entgegen. Über Funk gibt sie immer wieder ihre Position durch. Ich bin jetzt hier Spielplatz. Wir machen jetzt gleich einen Zugriff. Ey! Ja! Hi! Die sind links von dir. Ja? Hi, die kommen jetzt gerade lang. Ach so. Ja? Komm, lass mal was zu trinken holen. Um nicht aufzufallen, spielen die beiden Ermittler spontan ein betrunkenes Partypärchen. Wollen wir noch? Komm, holen wir uns noch ein Bier, wa? Die beiden Undercover-Ermittler kommen so bis auf wenige Meter an die Diebe heran. Du bist ein Spinner. Haben Sie ran? Ja, wahrscheinlich. Du bist so ein Spinner, ey. Unglaublich. Polizei. Polizei, mal ran hier an die Wand. Stehen bleiben. So, Hände. Hände nach hinten. Hast du Handfesseln? Ja. Gut. Warte, noch nicht. Hier, mach erst mal fest. Beide aneinander wieder. Ja. Beide aneinander. Alex kommt. Jetzt kommen auch die anderen Kollegen hinzu. Gut. Und die Hände. Und die Hände können wir festmachen. Gut. Hi. Zweimal FE hier oben. Ja. Ja, safe. Safe heißt gesichert. Die beiden Einbrecher sind völlig überrumpelt. Die Männer hatten keine Ahnung, dass die Zivilfahnder sie die ganze Zeit beobachtet hatten. Wo ist Passport? Wo ist Ausweis? Wo? Russ. Wo? Wo ist der Ausweis? Hier. Jetzt. Und du? Hier. Die beiden Männer haben zwei Rucksäcke voller Elektronik. Anscheinend haben sie die Büroräume des Recyclinghofes systematisch abgesucht. Vivi überprüft nun ihre Identität. Ich hätte mal hier zwei Personen. Inpol bitte. Geboren, 12.19. Genau. Spannungsfrei. Okay. Warte, und die zweite Person? Nee, 49? Nee, der ist jünger. Beide Männer stammen aus Moldawien, haben aber einen festen Wohnsitz in Deutschland. Aber leider sprechen sie kein einziges Wort Deutsch. Es ist auch Asylbewerber, wenn nicht, müssen wir da drinnen klären. Wollen wir was die mit draußen? Ja, ne? Wir melden uns dann erstmal neu. Wir sind jetzt erstmal noch in der ersten groben in Augenscheinnahme der mitgeführten Gegenstände. Ja? Das sind die BSR-Gelände. Ja? Juti, ich danke dir. Tschüss. Die Kommunikation gestaltet sich mehr als schwierig. Für solche Fälle haben die Beamten aber Dokumente in allen Sprachen dabei. Понимаешь? Я не грамотный.
Ach so, du kannst nicht lesen. Я в школу не ходил, неграмотный. Я. Ты? Я не читаю. Можно читать? Понимаешь? Окей. Окей. Это все? Gut, verstehen Sie? Um ihre Identität zweifelsfrei sicherzustellen, kommt nun ein mobiles Fast-ID-Gerät zum Einsatz. Das kann Fingerabdrücke vor Ort überprüfen. Die beiden sind zum ersten Mal verhaftet worden. Kleine Fische. Beide gestehen den Einbruch. Der Fall ist für die Zivilfahnder erst einmal abgeschlossen. Das sind dann die Momente, wo man sich dann selber sagt, die ganze Mühe lohnt sich. Wo man dann sagt, ja, dafür gehe ich arbeiten, dafür bin ich Bundespolizist. Da beide Männer geständig sind und einen festen Wohnsitz in Deutschland haben, müssen sie nicht einmal mit auf die Wache. Den Personen wurde jetzt in ihrer Landessprache der Tatvorwurf eröffnet. Sie wurden belehrt. Die Taten haben sie erst mal eingeräumt. Nicht selten sehen die zivilen Fahnder dieselben Täter schon in der nächsten Nachtschicht wieder. Aber zumindest heute Nacht werden die beiden wohl nichts mehr anstellen. Beim Einsatz unter der Brücke konnte eine andere Einheit der Zivilfahnder drei Graffiti-Sprüher festnehmen. Diese drei Personen sind im Prinzip zeitgleich festgenommen worden zu den zwei Festnahmen von den Dieben. Ja, und aktuell laufen Durchsuchungsmaßnahmen und Maßnahmen der Beweissicherung. Das heißt, die Kollegen schauen sich die Häuserwände an, wo genau überall noch gesprüht wurde. Ein doppelter Erfolg für die Beamten in Zivil. Die drei Sprüher sind auf den ersten Blick noch nicht einmal volljährig. Hat man von dir schon mal Fingerabdrücke genommen? Lichtbilder gemacht? Ja, nix. Okay. Dann kann ich für dich schon mal sagen, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Polizeidienststelle mitgeht. Ja, bei euch anderen Bänen sind die Ausweise, passt doch soweit? Gut. Irgendeiner von euch hat getrunken in irgendeiner Form? Ja. Gut. Wie viel hast du getrunken? Zwei Bier. Zwei Bier. Also du weißt noch, was du machst und du verstehst auch, was ich sage. Ja. Das Bier verteilt auf welchen Zeitraum? Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden, okay. Ich bin nüchtern. Okay. Gut. Bei der Durchsuchung wurde bei einem der Jugendlichen auch ein Pfefferspray gefunden. Wie alt bist du? Aber ich muss es nicht. 20. Und mit meiner Mutter kommt jetzt noch mal. Und weswegen hast du das dabei? Ah, und was haben wir in der Stadt für wilde Tiere? Okay. Nee, das ist richtig, wa? Aber sie können mich ja sagen, wir können auch auf der Dienststelle. Okay, erstmal in Verwahrung nehmen. Gut. Die Sprayernacht ist für die drei Jugendlichen zu Ende. Wegen Sachbeschädigung werden alle drei Anzeigen bekommen. Wir haben sie jetzt soweit durchsucht. Die Sprühutensilien, sprich Sprühdosen, Sprühhandschuhe, Sprühköpfe, soweit auffinden können, sicherstellen können. Und jetzt werden wir mit den dreien zur Dienststelle fahren und da die weiteren polizeilichen Maßnahmen durchführen. Einer ist 16 Jahre alt, den werden wir dann durch die Eltern abholen lassen. Vielleicht können die ihrem heranwachsenden Sohn erklären, dass es nicht gerade cool ist, nachts fremde Häuser zu beschmieren. Für Alex und Vivi heißt es jetzt noch Berichte schreiben. Ohne Bürokratie geht es auch für die zivilen Bundespolizisten nicht.